Glück auf, sagt man bei uns in Dortmund. Also euch allen ein Glück auf heute Morgen. Ich habe gestern Abend mit meiner Mutter telefoniert und die will immer wissen, was ich so mache. Und die hat gefragt, was machst du in Leipzig? Und ich habe gesagt, ich rede über deinen Rinderbraten. Und dann hat sie mir nur gesagt, Junge, mach keinen Quatsch. Warum ich das aber erwähne, das ist eine kleine Geschichte, weil es geht ja hier um die Frage wie und Teams und Weitergabe von Wissen. Wir saßen am Küchentisch zusammen, meine Familie und ich, zwei Töchter, meine Frau und ich, und wir hatten überlegt, was machen wir Weihnachten? Und dann haben wir überlegt, machen wir doch einen Rinderbraten. Und dann sagte meine kleine Tochter, ja, aber am besten den von deiner Mutter. Der schmeckt am besten. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, du Mama, wir wollen deinen Rinderbraten machen. Wie machst du den? Weil ich bin nämlich jemand, der von mir glaubt, ich kann ganz gut kochen. Aber das ist wahrscheinlich, meine Mutter sieht das anders. Und dann habe ich gefragt, wie machst du das? Und dann hat sie gesagt, wie meinst du das, wie machst du das? Ja, was für ein Rezept? Ja, oder kannst du mir das aufgeschriebene Rezept sagen, dann kann ich das nachkochen. Ich habe kein Rezept. Aha, okay. Und dann hat sie gesagt, vielleicht wäre es gar nicht so eine gute Idee, wenn du es machst. Ich so, wieso? Ja, vielleicht ist die Frage nicht, wie es geht, sondern wer es von euch macht, die richtigere Frage. Wie wär's denn mit Annika? Aha. Da war ich so ein bisschen irritiert. Und deswegen, warum erzähle ich das? Da steht ja, wie können agile Denk- und Handlungsweisen, vielleicht ist die Frage, wie, schon falsch. Vielleicht fragen wir viel zu wenig, wer? Wer ist das Talent dazu? Und darüber möchte ich so ein bisschen berichten. Ich komme gleich nochmal auf meine Mutter zurück. Also wenn es gleich da hinten klingelt, das ist meine Mutter, die fragt, was ich hier tue. Vielleicht ein bisschen über mich, wie ich überhaupt hier hinkomme und wo ich herkomme. Also wo ich herkomme, Glück auf, aus Dortmund. Bin ein Kind des Ruhrgebiets. Komme aus der Lean-Welt, habe also mal angefangen mit Lean, habe eine Ausbildung bei Porsche Consulting gemacht, habe auch im Porsche-Konzern gearbeitet, habe mich dort mit Prozessen beschäftigt und bin dann irgendwann mehr in die Richtung Innovation gekommen. Mittlerweile habe ich einen Lehrauftrag am HPI, das Hasso-Plattner-Institut für Design Thinking, da geht es um Innovation und das treibt mich um und ich bin furchtbar neugierig. Ich bin eigentlich, Mike, ich bin eigentlich der, der hinter die Hecken guckt. Ich hätte damals nicht überlebt. ich bin super neugierig, mich interessiert das. Und mich interessiert die Frage, wie kann man das etablieren? Oder wer kann das etablieren? Und ich bin aber nicht so vermessen zu glauben, dass ich das weiß. Oh, jetzt kommen so die ersten. Wir hatten uns Antworten erhofft. Ich glaube, was ich heute mitbringe, sind vielleicht ein paar Rahmenbedingungen, ein paar Conditions, die man braucht dazu, um das zu tun. Aber es geht auch darum, Dinge zu verstehen. Das habe ich heute mitgebracht. Und es geht darum, darüber nachzudenken. Also so viel zu mir. Als wir den Vortrag vorbereitet haben, haben wir überlegt, wie diese agile Welt, da haben wir auch das Problem. Es ist immer die Frage, wie können wir das, wer kann das tun? Wie kriege ich das ins Unternehmen? Wie kriege ich das in die Köpfe? Was ist da wirklich wichtig? Und ich habe oben mal aufgemacht, das ist ein grobes Bild, eine grobe Skizze. Wir haben oben Kata, Design Thinking, Lean Startup, Scrum. Es läuft alles mehr oder minder unter dem Mantel agil. Und wir haben dann so drei Bereiche, das sind einmal die Denkweisen, Prinzipien und Werte. Wir haben die Handlungsweise, das ist eher das Wie. Wie machen wir es? Das sind die Tools, die Methoden, die meine Mutter mir nicht sagt. Also die ist, meine Mutter weiß das schon nicht mehr. Die ist eigentlich schon da oben in den Denkweisen und Prinzipien bei ihrem Rinderbraten. Und wir haben unten als Voraussetzung für alle diese Dinge Übung.
Kennen Sie Schuhari? Wer kennt Schuhari? Schuhari, ich finde das ganz schön. Meine Mutter ist eigentlich auf der obersten Stufe, kommt aus dem Japanischen, schreibt sich Schuhari. Und das erklärt eigentlich ganz gut, wenn Sie jemand fragt, warum muss ich denn eine Routine lernen, dann ist das Schuh, das Kopieren, das Sture wirklich so tun, wie es vorgegeben ist, halten an Rezepte. Das H ist die Steigerung davon. Das ist dann, wenn man überlegt, warum tue ich das eigentlich, wofür? Was ist der Sinn und Zweck? Da fange ich langsam an, mich zu lösen und versuche, Dinge auszuprobieren, um hinterher beim Ri zu landen. Das Ri ist das völlige Loslösen von dem, von der Routine, was ich aber natürlich immer noch irgendwo im Kopf habe, weil ich es benutze. Und das ist das Problem, wenn ich einen Japaner hier frage, wie machst du das, oder meine Mutter frage, dann ist die hier, die kennt das Rezept gar nicht mehr, ja. Die muss dann oben kramen. Also das ist, wenn sie jemand fragt, den sie coachen, dann ist es das Prinzip, was sie durchlaufen müssen. Und Ri heißt nicht, dass sie aufhören zu lernen. Aber sie lernen dann auf einer anderen Ebene. Und also ist das Üben wichtig für alle drei Ebenen, die ich da habe. Und ich habe mal, es gibt ja mehrere Prinzipien, die für alle agile Methoden gelten. Ich habe mir mal mein Lieblingsprinzip, ein Kernprinzip rausgegriffen. Da geht es nämlich auch um das Lernen durch Experimentieren und Reflektieren. Das ist für mich eine der Kerndinge. Lernen. Und Lernen ist für mich auch, Elefanten können lernen. Mein Hund kann lernen. Der Mensch hat aber die Fähigkeit, aus dem Gelernten was zu tun, eben über Erkenntnis. Das ist eine besondere Gabe des Menschen, das weiterzuentwickeln. Und deswegen ist also die Frage, die wir auch vorher diskutiert haben, eigentlich vom Problemlösungssystem mit methodisch hinzukommen zu einer Denk- und Handlungsweise, also nicht, wie Konfuzius sagt, jemandem einen Fisch zu geben, sondern eine Angel, ihm zu erklären, wie es geht, damit das selber ausprobieren kann, die Erfahrung macht. Und das könnte so eine Target Condition sein. Zu sagen, wir haben alle gemeinsame Denkweisen und Prinzipien als Basis, die wir benutzen, aber wir sind hier in einem Cutter-Lab und können das flexibel zusammenstellen. Warum nutzen wir nicht Dinge aus anderen Welten? Ich bin ja auch hier als Botschafter für die agile Welt, die da draußen ist, die sich mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich glaube, dass wir sehr viel von Cutter lernen können und die Cutter viel lernen kann von den anderen Dingen, die da draußen passieren. Zumal es ähnliche Prinzipien gibt. Also Design Thinking, wo ich herkomme, zum Thema Innovation. Da gibt es auch diese Dinge auszuprobieren. Die sind sehr ähnlich. Ja? Und beim Prototyping im Design Thinking kann man wunderbar die Cutter verwenden. Also da habe ich viele Ideen im Kopf. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, den Leuten einen Freiraum zu geben auf einer Ebene, nämlich da, wenn ich hier bin, nicht hier, nicht im Schuh, da müssen sie jetzt erstmal machen, aber hier bei H und Ri, da müssen sie frei werden und ausprobieren können, auch mit ihrer Tätigkeit in der Kata. Das heißt, ich möchte mich eigentlich konzentrieren auf zwei Bereiche, nämlich die Denkweisen, Prinzipien und Werte. Das ist die Frage, warum und wofür. Und ich finde, der Unterschied ist relativ wichtig. Also ich habe das für mich gemerkt. Warum geht eher in die rückwärts gerichtet, um Dinge zu verstehen? Wofür geht eher in die Zukunft? Sinn und Zweck. Und beides ist wichtig. Und auf der anderen Seite die Übung selber. Wer ist denn das Talent? Wie erkenne ich überhaupt ein Talent? Wissen Sie, wie man Talente erkennt?
Wer kann, oder ich stelle eine andere Frage. Was glauben Sie, wer kann ein Talent erkennen? Mhm. Talente können Talente erkennen. Richtig. Mhm. Also ein guter Klavierspieler kann ein anderes Talent erkennen. Das ist relativ wichtig, wenn man das weiß. Und oft ist es nicht so, oder? meine Mutter zum Beispiel hat erkannt, dass ich wohl möglich kein Talent habe. Ja? Aber das kann auch nur sie, weil sie die Erfahrung hat. Das heißt, ich möchte mich darauf konzentrieren. Und wenn man das tut, muss man auch ein bisschen wissen, das ist wichtig, um zu verstehen, wenn man Probleme lösen will, in komplexen und dynamischen Umgebungen helfen oft keine Routinen. Das heißt, da helfen dann keine Rezepte. Die habe ich zwar hinten im Hinterkopf, aber da muss ich freier denken. Da ist eine andere Stufe gefragt. Da ist dann H und Ri gefragt, um vielleicht eigene Methoden, neue Denkweisen zusammenzustellen. Und es werden eben Könner benötigt und neue Denkwerkzeuge. Und die kann ich nur machen, wenn ich durch diese Stufen gelaufen bin. Und das finde ich sehr interessant. Das zeigt so ein bisschen diese beiden Welten. Das ist auch interessant, mit Leuten darüber zu sprechen, die den Hintergrund verstehen, warum wir Dinge so tun. Warum es eine agile, warum alle über agil sprechen. Warum die Welt dynamischer und komplex ist. Und das ist sie. Und ich unterscheide links das Blaue und rechts das Rote, das Komplexe. Und das tickt unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Herangehensweisen. Also auf der Seite, wenn es chaotisch wird, also komplizierte Probleme, die ich habe, dann fehlt mir meistens Wissen, was ich nicht habe. Also wenn ich vor meiner Kaffeemaschine stehe und die ist kaputt, dann ist das nur kompliziert, niemals komplex. Und da fehlt mir einfach Wissen, dann muss ich die Gebrauchsanweisung durchlesen, hätte ich es mal vorher getan, oder jemanden fragen, der sich damit auskennt, um das Problem zu lösen. Da helfen mir Regeln und Methoden, die mir sagen, wie etwas funktioniert. Das ist die Frage, wie. Wie funktioniert etwas? Wenn, dann. Da hilft es dann auch im Management eher nur zu steuern, anstatt zu führen. Und da hilft mir auch ein Plan, weil ich genau weiß, von A nach B zu kommen über verschiedene Schritte ist relativ einfach. Wenn ich aber in eine Welt komme, die komplex ist, wo ich das Problem gar nicht richtig verstanden, begriffen habe, weil das so kompliziert ist und auch gar nicht weiß, was eigentlich die Lösung ist, dann hilft mir nur ein Könner, ein Talent, das aufzeigt und sagt, ah, das ist was für mich, ich kann mir vorstellen, ich könnte das lösen. Und dann ist die Frage nämlich nicht, wie etwas funktioniert, weil das kann ich nicht sagen, weil ein Rezept nicht hilft, sondern dann ist die Frage, wer tut es, wer ist der Richtige. Und dann helfen mir auch keine Rezepte, sondern eher Prinzipien. Und da kommen wir dann auch in das Coaching rein, dann hilft nur Führen, Führen gleich Coaching. Und nicht mehr steuern. Und was ganz interessant ist, auf das komme ich gleich nochmal zu sprechen, ist nämlich, welche Kultur dahinter steckt. Bei komplizierten Dingen, Alltagsroutinen, habe ich eine Verhaltenskultur. Ich sage genau, halt dich bitte an die Verfahrensanweisung 75, 60 und weiche bitte nicht ab. Da steht genau drin, wie wir dieses Problem lösen. Jeden Tag. Das ist auch gut so. Ja? Wenn es aber komplex wird, da kommen dann die Werte ins Spiel. Nach welchen Werten handeln wir? Wie funktionieren wir? Und Werte setzen eben auch auf Prinzipien, die eine Rolle spielen. Deswegen hat der gute Mann gesagt, es ist eigentlich besser, mit Prinzipien zu arbeiten, weil die Leute eher in der Lage sind, daraus dann ihre eigenen Methoden, Denkwerkzeuge zu bauen, die sie benötigen. Das geht so ein bisschen auf das Schuhari auch wieder zurück. Und das ist, Prinzipien geben ja nur vor, wie etwas hinterher sein soll, geben aber genug Freiraum,
für die Leute, dass sie frei handeln können, wie komme ich da hin? Eine Regel oder ein Prozess gibt immer vor, was ich Schritt für Schritt zu tun habe. Hier ist es nur das Ziel. Und ich gebe den Leuten Freiraum, das Gelernte zu nutzen, um das anzuwenden, um neue Denkwerkzeuge zu bauen, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Und dann sind diese Denk- und Denkweisen, also Theorien, sind wichtig, damit ich dann überprüfen kann, ob meine Ideen, die ich habe, die ich anwende auf dieses Problem, auf dieses Komplexe, ob die funktionieren oder nicht. Dafür sind Theorien oder Denkweisen wichtig. Die gelten praktisch als Qualitätsroutine, als Sieb, wo ich gucke, was von den Ideen, die ich hatte, passen dazu. Und wie bei meiner Mutter, so ist es auch in der Geschichte gewesen, dass es relativ schwierig ist, wie gebe ich Handlungen weiter, also hier das Feuer machen, das kann ich durch Üben auch, ja. Das muss ich üben, das kann ich erklären. Schwieriger wird es jetzt bei den Denkweisen, Prinzipien, Werten und der Kultur an sich. Wie gebe ich das weiter? Das, was wir nicht sehen, das Können. Haben Sie schon mal versucht, Können zu erklären? Das ist schwierig. Das ist so, das klebt an einem, aber man kriegt es nicht irgendwo. Wenn meine Mutter, das ist so die typische Antwort, sag mal, Mama, wie machst du den Rinderbraten? Die weiß jetzt nicht, wie sie es erklären soll, weil die denkt nicht in Rezepten. Ja? Und die weiß auch, Mensch, da sind ganz andere Sachen wichtig noch, wie heiß der Ofen ist und ich mache das anders, weil. Und die würde ganz viel erklären. Das ist sehr kompliziert. Also, das ist so eine Kernfrage und das ist ja auch die Kernfrage, wie kann ich so das Etablieren in der Organisation und in Teams. Wie mache ich das? Ich bin ein großer Buchfan. Bücher sind eine gute Grundlage, um zum Beispiel beim Schuh auch anzufangen und zu sagen, beschäftige dich mit dem Thema und dann gehen wir in die nächste Stufe. Also ich mag Bücher, aber Bücher alleine reichen hier nicht aus, weil es mit dem Tun zu tun hat. Ja, wie mache ich es wirklich? Und mit dem Sprechen, mit dem Verstehen. Und deswegen sind Geschichten oder Lieder eine Form gewesen, wie man solche Dinge übertragen hat. Und im Design Thinking nutzen wir zum Beispiel viel Storytelling, um Dinge zu verdeutlichen. Weil Geschichten nämlich nicht nur um des Geschichtenerzählens Willens nützlich sind, weil das toll ist, da im Kreis zu sitzen und der Großvater erzählt, sondern weil wir anfangen, im Gehirn zu simulieren. Das ist eigentlich ein Flugsimulator in der Geschichte. Wir fangen an, mit der Geschichte wirklich zu überlegen, wie ist das? Wir gehen das mental durch. Wie im Sport. Das ist der Bobfahrer, der sich eine Bahn einprägt und das mental nochmal durchgeht. So funktionieren Geschichten. Ich gehe diese Geschichte durch und denke mir, aha, wenn ich gleich auf die Bühne gehe, fange ich jetzt mit der Geschichte von meiner Mutter an oder fange ich mit dem an? Ja. Aber was ist überhaupt Talent und was ist Können? Also Können ist die Fähigkeit einer Person, problemlösende Fähigkeiten zu haben, also Gefühle zu entwickeln dafür. Und wenn ich ein passendes Talent habe, ist es eben so, dass ich das durch Üben weiter vorantreibe und dafür brauche ich dann auch jemanden, der mich coacht. In der Vergangenheit war das zum Beispiel, wenn man das Meister-Schüler-Verhältnis sich anschaut, so wird Können weitergegeben. Im Gegensatz zum Wissen. Ja, das Wissen ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Sie wissen nicht, was 2 plus 2 ist. Ich sage es Ihnen, Sie gehen nach Hause und alles ist gut. Das kann ich Ihnen weitergeben. Können ist schwierig. Der Zen-Mönch kann auch nicht sagen, wie das so funktioniert. Da muss man wirklich üben, verstehen. Da geht man durch diese Stufen, Shuhari. Und man ist immer noch nicht fertig beim Ri. Ja? Selbst wenn man Großmeister ist, man hört nicht auf zu lernen, aber auf einer anderen Ebene. Aber das Wichtige ist, dass ein Meister oder ein Coach provoziert. Der sagt, ich habe ein tolles Problem.
Und dann kann man Talente erkennen. Wenn ich sage, ich habe hier ein Problem, wenn dann einer aufzeigt, der sagt, aha, das hört sich sehr interessant an, dann ist das ein Zeichen dafür, dass jemand im Kopf schon überlegt hat, ah, das passt, das könnte das richtige Problem für mich sein. Und der braucht ein Netzwerk, weil der kann es alleine nicht lösen. Und Talente kann man auch daran erkennen, dass sie ein Netzwerk haben. Die haben Leute, wo sie wissen, die ihnen helfen. Das ist sehr wichtig, weil sie die mit an Bord nehmen. Weil, was glauben Sie, kann man gute Teams, kann man die zusammenstellen oder stellen die sich zusammen? Kann man das beeinflussen? Könnte ich jetzt zum Beispiel zu Ihnen sagen, Sie sind jetzt ein Team, Sie arbeiten jetzt gut zusammen? Wahrscheinlich nicht, ja. Also es ist schon schwierig. Also gute Teams finden sich. Aber was tun wir immer als Manager, als Führungskräfte? Versuchen wir, ihr seid jetzt ein Team. Ihr könnt euch alle gut leiden. Ja, ihr macht das. Und das Vorgeben, das Versuchen zu entwickeln, ist eines der großen Probleme eigentlich, die wir heute haben. Dass wir Dinge versuchen zu entwickeln, Kulturentwicklung zum Beispiel. Weil jetzt kommt nämlich der große Schrei, ha, wenn das alles so ist, dann brauchen wir eine Kulturentwicklung. Am besten noch eine Fehlerkultur. Was glauben Sie, was passiert, wenn eine Führungskraft auf einem Seminar war und sagt, Fehler sind wichtig? Ab morgen machen wir alle Fehler. Was würden Sie dann tun? Besser keine machen? Oder Sie spielen, dass Sie Fehler machen? Ja, da muss man jetzt wissen, dass es zwei Ebenen auch der Kultur gibt. Eben diese Verhaltenskultur, wie Leute sich verhalten auf der Vorderbühne, was ich sehen kann. Sie sehen jetzt, wie ich mich verhalte. Sie wissen aber nicht, wie ich eigentlich ticke, weil sie meine Werte nicht kennen. Das ist, passiert auf der Hinterbühne. Vielleicht erzähle ich Ihnen auf der Hinterbühne, wie ich bin. Und Sie können dann erahnen, was ich für Werte habe, gemeinsame Werte. Kleines Experiment. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Ab morgen ist sie schwarz. Okay? Sie können den Blick nicht sehen, aber es ist so, ja. Und das versuchen wir auch über Kulturentwicklung zu erreichen, indem wir vorgeben, wir machen jetzt eine Fehlerkultur, wir geben bestimmte Werte vor, Prinzipien. Und das funktioniert nicht mit Prinzipien. Ich kann Prinzipien nicht vorgeben. Ich kann nicht sagen, wir machen das jetzt so und wir ticken jetzt alle so im Kopf. Wir machen jetzt alle Kater, weil das wunderbar ist. Das Leben wird schöner. Ja. aber wie mache ich das denn trotzdem? Also wie kriege ich das denn hin, dass das so ist? Das geht nur über Erfahrung. Über die eigene Erfahrung geht das schon. Ja? Über dasselbe Lernen. Und das ist dann auch hier wieder, um darauf zurückzukommen, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Hier verstehe ich das noch nicht. Ja? Aber auf der unteren Ebene, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dann stelle ich fest, das ist gut. Es gibt bestimmte Prinzipien, die tun uns allen gut, auch im Team. Das bringt uns nach vorne. Wir machen einen Fortschritt zusammen. Ja? Ich komme ja aus Dortmund. Und man hat das ja auch, Kultur erlebt man ja auch im Stadion, im Fußballstadion. Stellen Sie sich mal vor, ich bin auf der Südtribüne bei Dortmund und jetzt sage ich meinem Nebenmann, pass mal auf, beim nächsten Tor für Dortmund schreist du ganz laut Buh. Und beim nächsten Tor von Schalke schreist du Ja! Das funktioniert nicht, oder? Trotzdem muss ich, aber das dürfen Sie jetzt, das bleibt jetzt hier im Raum, das dürfen Sie nicht weiter erzählen. Als kleines Kind war ich mal Bayern-Fan. Bitte, keine Fotos, dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Da war ich mal Bayern-Fan, weil es natürlich, die haben ja gewonnen, Dortmund hat immer verloren. Erst als ich erkannt habe, Mensch, ich bin Dortmunder und es ist doch gar nicht so schlecht, in Dortmund zu sein und es lohnt sich vielleicht, es ist vielleicht langweilig, wenn Bayern dauernd verliert, aber viel. Ja, die ganzen Leute um mich herum haben gesagt, Mensch, wie Dortmund, du musst doch zu deiner Stadt stehen. Und als ich dann Dortmund habe lieben lernen,
Das ist auch gewachsen. Als Kind mochte ich Dortmund nicht unbedingt. Komisch, oder? Wenn man, aber das war so bei mir. Und dann habe ich auch diesen, durch Erfahrung bin ich dann dahin gekommen, dass ich gesagt habe, ja, Dortmund. Aber hätte mir vorher einer gesagt in der Situation, nein, du bist jetzt Dortmund-Fan, hätte ich gesagt, nein. Aber wir versuchen immer zu sagen, ab morgen Schalke-Fan, oder? Und Sie merken auch, dass wir in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich ticken, unterschiedliche Kulturen, die nehmen wir einfach hin. Das ist so, wenn ich in einem Theater bin, würde ich jetzt nicht rumschreien und sagen, juhu, tolle Aufführung, Tor. Dann ist es eher, da macht man das nicht. Und das wissen wir und so ticken wir. Ja? Das heißt nichts mit der Lieblingsfarbe. Und das hängt damit zusammen, dass diese Lieblingsfarben ganz unten abgespeichert werden als mentales Modell. Das habe ich im Kopf. Das ist so, das ist tief verankert. Ja? Das geht nicht, dass ich sage, so, wir ändern das. Ja? Und das habe ich schon erklärt. Das hat zu tun mit den beiden Kulturen. Vorderbühne und Hinterbühne. Ne? Vorderbühne, das sehe ich, da kann ich was beeinflussen, verhalten, Hinterbühne nicht. Und auf der Hinterbühne, da ist es wichtig, dass ich führe oder coache durch Ansehen, dass ich einen Rat geben kann. Ja? Dass ich um Rat gefragt werde. Daran erkennt man auch ein Talent. Wird jemand um Rat gefragt? Wissen Sie, woran man das im Unternehmen erkennen kann, ob jemand nach Rat gefragt wird? Visuell? Stellen Sie sich einen Flur vor mit Büros. Wie können Sie visuell erkennen, dass jemand oft nach Rat gefragt wird? Sprechen Sie ein bisschen lauter. Die Tür ist offen, danke. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen und der Teppich ist abgelaufen. Das muss keine Führungskraft sein. Ja. Also, um es nochmal zusammenzufassen, weil die Zeit ist um. Werte funktionieren sind eigentlich, und Kultur ist ein Schatten, es ist nicht die Ursache. Und Werte funktionieren eben wie ein Gedächtnis. Und das kann ich nur verändern durch Erfahrung. Trotzdem versuchen viele Unternehmen, das mit Change Management hinzukriegen. Kulturen zu verändern, Prinzipien zu verändern. Und das funktioniert aus Erfahrung nicht, so wie wir das beobachtet und gesehen haben. Ja? Das ist eher negativ. Ne? Das ist eher, dass das Gegenteil passiert. Da wird nämlich dann die Lösung zum Problem. Und weil ich viele Höchstleister beobachte, also Unternehmen, die Dinge scheinbar richtig machen, oder anders machen. Die können selber auch gar nicht sagen, was sie da tun. Das ist dasselbe Problem wie mit meiner Mutter. Da muss man auf die Hinterbühne und schauen. Ich denke dann immer an Sauerbraten, wenn ich Beratung in solchen Unternehmen mache. Das sage ich denen aber nicht. Und da versuche ich rauszukriegen, wie die ticken. Und die versuchen eben nicht, ihre Kultur zu verändern, sondern nur zu beobachten. Und die als Qualitätsfilter auch zu sehen, um zu schauen, wie, wenn unsere Kultur richtig tickt, wie funktioniert das, was ist das? Also viel beobachten hilft, ein tieferes Verständnis. Und das zum Abschluss, so ein paar, weil Sie ja sagen, ja, was sind so wichtige Rahmenbedingungen oder wichtige Erkenntnisse, die habe ich hier nochmal zusammengeführt, also diese Experimente sind extrem wichtig, um von diesem Schuh nach Haar und Rie zu kommen. Kultur und Werte werden durch Erfahrung verändert, nicht durch willentliche Änderung, durch Gestaltung. Was ist Ihre Lieblingsfarbe jetzt? Immer noch? dass ich umschalten muss von Steuerung auf Führung, eben auf Coaching. Ja? Das Vertrauen immens wichtig ist, das ist nämlich das, wo ich Sie gefragt habe, im Team vertrauen wir uns miteinander und Vertrauen ist nicht so einfach. Ja. Das Feedback, was wir uns geben, und da unterscheide ich Feedback und dieses neue Wort Feed-Forward. Feedback ist ja back, eigentlich rückwärts. Für mich ist vernünftiges Feedback, um jemanden wachsen zu lassen. Immer mit der Intention, ich will den wachsen lassen.
Ja? Ich beobachte Dinge, die er gemacht hat, also die beruhen auf Tatsachen, und ich gebe ihm Feedback so, dass er selber wachsen kann. Das ist ein Unterschied. Da denke ich eher in die Zukunft. Und das Lernen und neue Erfahrungen, das führt auch zu einer gewissen Selbstorganisation. Und das ist wichtig, diese Selbstorganisation, dass sich Teams selbst organisieren. Und das habe ich auch beobachtet bei meinen Besuchen. Und da kamen so schöne Zitate. Wir haben eine neue Erkenntnis gewonnen durch unsere Experimente. Und wir waren uns so sicher, das konnten wir selber entscheiden. Da brauchten wir keine Führungskraft mehr. Das Teams organisieren sich selber und können selber Entscheidungen fällen, unterstützen die Führungskraft damit, weil die kann es alleine nicht. Ja? Die agieren insgesamt als Team, haben wir auch gestern gesehen. Oder solche Dinge, solche einfachen Dinge, das Kommunizieren über E-Mails, wo man erkannt hat, ach, das ist zu langsam für agile Prozesse, das ist zu langsam für die Charta, da spielt ja Geschwindigkeit auch eine große Rolle. Wie oft informiere ich den anderen? Und da hat man in diesem Team auch festgestellt, wir müssen das umstellen selber. Ne? Da hat das Team entschieden, wir ändern etwas. Und das schafft eben eine Veränderung der Werte und Erfahrungen. Das konnte man da beobachten. Das war auf einmal mehr, wir sprechen mehr miteinander, war da ein Wert. Wenn man dann ins Unternehmen kommt, als Fremder, kann man das merken. Aha, die benutzen wenig E-Mail, die sprechen viel. Ich meine jetzt keine Meetings, ne? Sie kommunizieren wirklich, tauschen wirklich wichtige Dinge aus, kurz und prägnant. Und deswegen als Abschluss vielleicht kann man diesen Geist, der da ist, diese Werte und diese Prinzipien, kann man auch manchmal in Unternehmen beobachten, wenn derjenige weg ist, der die Visionen reingebracht hat. Wo man immer Angst hatte, zum Beispiel, ist jetzt ein bisschen abgegriffen, ja, aber Steve Jobs bei Apple, alle hatten vorher Angst, wenn der weg ist, funktioniert es nicht mehr. Aber bis jetzt war Apple noch da, oder? Ich habe noch keine Meldung heute Morgen gehört. Und diese Prinzipien leben weiter. Die können weiter leben. Das heißt, und das ist ja auch mein Bestreben, das werde ich meiner Mutter sagen, dein Sauerbraten wird weiter leben. Meine Mutter ist nämlich 85 und da geht es um Wissensweitergabe, um Traditionen zu erhalten und Werte zu erhalten. Und in dem Sinne, guten Appetit, kommen Sie mal vorbei in Dortmund. Ich mache Sauerbraten, aber nur von meiner Mutter, genau. Vielen herzlichen Dank. Die Zeit war relativ knapp für so ein kompliziertes Thema, aber kurz und prägnant. Danke.